Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Beats Infinity Evolved. Ich bin heute mal alleine und ich habe nochmal so ein kleines Update. Und zwar war ich noch ein bisschen erkunden. Hab dann jetzt auch schon mal hier alle Standsplatten für das Applied Energetic System. Die will ich natürlich auch mit den anderen, der sagt, Klausern auch teilen. Die Ender Lady Seeds könnte ich eigentlich auch noch anpflanzen. Die sind hier schon ziemlich gut am Wachsen. Und ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen zu bauen, so ein bisschen mit Marble. Zuerst hatte ich hier nur so ungefähr, also mit den Marble Bricks und hier unten Details, und dann kam nochmal hier der liebe Street vorbei. Ey, haben wir eine Klatsche verpasst. Was habe ich hier vorbeigebracht? Ein bisschen Abwechslung rein. Aber schön hier ein Marble Block und dann Marble Bestand. So, ich werde das hier oben auch ein bisschen steriler halten. Ich werde dann auf jeden Fall unten noch so eine Art Labor aufbauen. So. Und was ich gemerkt habe, die Yellowrim-Spitzhacke war richtig schön am Anfang, aber ich will sie loswerden. Und wenn ich jetzt mal hier so reinschaue, ja, da haben wir jetzt schon so ein bisschen Darksteel. Wenn wir mal hier so drauf schauen, Darksteel an Mining Level Manulin und Mining Speed von 7. Dann nehmen wir doch mal zwei Barren mit und gehen dann einmal rüber. Und ich habe auch schon mal angefangen, nochmal die Schmied nochmal ein bisschen zu erhöhen. Ich habe noch ein paar Barren gefunden. So, wir haben dann hier noch einen Sequencer dran gebaut. Das ist eigentlich nichts anderes wie ein, wie eine Webcam-Clock. Hier so die Einstellung, wie wir das gemacht haben. Hier auf Loop 3 und in Delay 2. So, wieder drauf. Die kannst du nicht einschmelzen. Moment, jetzt. Hier steht doch ganz klar, das ist auch von Tinkers Construct. Musst du doch einschmelzen können. Na, keiner Fortschritt. Warte mal. Wo ist es? Pickaxe? Okay. Alles klar. Damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Ja, gut, gefällt mir. Machen wir mal gerade eine komplette Darksteel Pickaxe. Ja, Klaus hat hier auch schon eine Toolforge gesetzt. Mining Speed 7, jawoll. Komm. Oh, es tut gut. Warte mal, ich habe hier noch die Stahlschwerter. Die könnte ich doch theoretisch gesehen einschmelzen, oder? Nee, auch nicht. Na gut. So, da drüben haben wir noch unseren Rüdiger. Ja, ich hatte auf dem Rückweg von unserer Farmtour gestern, habe ich noch einen Eisengolem im Dorf gefunden und den schon im Safari-Netz genommen und mitgenommen. Und ich habe noch etwas gefunden unterwegs. Eine Portal-Gun. Boah, die habe ich so abgefeiert. Bücher haben wir eigentlich auch erstmal genug bis ins Ende aller Jahre, glaube ich. So, was ich jetzt aber vorhab, ich würde sagen, ich fange heute mal ein bisschen mit ein klein wenig Technik an. Habe ich hier noch wieder ein richtiges Zeichen? Nein. Und zwar, bis Rotary Quaff nicht drin ist, wollte ich noch ein bisschen auf die Ender-IO-Schiene gehen. Entschuldigung, muss mal gerade was gehen. So, wenn wir uns mal hier bei Ender-IO anschauen, was wir hier haben. Es ist wieder was Neues dazugekommen, also zum Beispiel hier diesen Coordinate Selector kenne ich noch gar nicht, oder wo war es noch? Na, hier das Inventory Panel sagt mir auch noch nichts. Allows wie man das Inventory. Ja, okay. Können wir uns mal anschauen, aber Telepad Block, das sieht auch recht interessant aus. Vielleicht finden wir damit später mit der Curry darüber arbeiten. Ja gut, aber auf jeden Fall, ich wollte zuerst einmal eine Leuchtmalter und eine Second Mill oder SAG Mill. So, aber das werde ich nicht über den Stirling Generator powern, weil ich habe schon gemerkt, das ist relativ scheiße. Da nehme ich mir lieber mal
einen Generator von Actualities vor und zwar einen Culinary Generator. Brauchen wir einen Survivalist Generator und einen Furnace, bisschen Redstone und Eisen. Gut. Eisen müssen wir noch schmelzen. Machen wir erstmal den Survivalist. Da braucht man Pisten. Da habe ich noch einen aus dem Dorf abgebaut. Dann zwei Eisen. Zwei Redstone. Und den Ofen und Koppel. Okay. 1, 2, 3. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kann ich mal ganz kurz raus. So, das hätten wir. Redstone, Furnace, den Piston und zweimal Eisen. Gut. Dann brauchen wir noch einen Ofen. Also nochmal 8. 2 Redstone. Und dann 5 Eisen. Da habe ich hier noch im Blue Backpack und den Eisendust. Blue Backpack Kohle verschwenden. Nochmal 8. So, futtermäßig haben wir jetzt auch schon mal ein bisschen was auf Vorrat. Komm, das kann nur ganz kurz hier rein, so lange. Gut. Was hatte ich eigentlich noch so vorgehabt heute? Also ich wollte erst auf jeden Fall einmal dann hier den Culinary Generator fertigstellen für die SAG-Mill und den Aloy-Smelter. Je nachdem kann vielleicht heute auch nur eine SAG-Mail, würde ich sagen. Weil hier, das wird langsam auch so nervig. So, ein Barren noch. Jawohl, danke. Und wir haben einen Culinary Generator. Den packe ich mal hier rein. So, der Culinary Generator. Wie wird der gepowert? Mit Nom Nom Nom. Nehmen jetzt hier mal so ein Stack Raspberry Juice. Packen wir mal hier rein. Und ihr seht schon, das gibt ordentlich Saft. Also einer produziert 39.000 RF. Gut. Wobei, ein Aloy-Smelter wäre eigentlich momentan besser. Würde ich mir die Kohle sparen. Ja, wir machen einen Aloy-Smelter. So, Aloy-Smelter. So, Aloy. Endersand Aloy, was ist das denn? Okay. Auf jeden Fall eine Aloy-Smelter. Wir brauchen wieder 4 Eisen, ein Machine Chassis, ein Cauldron und 3 Öfen. Cauldron habe ich hier auf Vorrat, hatte ich aus dem Dorf mitgebracht. Komm, da ist was. Damit. Dann dahin. Okay, ran. Eine Enderperle ist fertig. So. Also Enderperlen könnt ihr auch gerne nochmal zu Spiel schreiben. Ich werde es ihm auf jeden Fall auch nochmal sagen. Er kann sich gerne bei mir dann bedienen, wenn er Enderperlen braucht. Auch hier Skystone und so weiter habe ich jetzt auch schon was gefarmt. Also er kann sich da gerne bedienen. Das ist auf jeden Fall kein Problem. Ein Machine Chassis war das. Genau. Wir brauchen einen Kupfer. Nehmen wir Goldcoins, die sind unifiziert als Goldnuggets. So. Und einen Basic Capacitor haben wir. Und dann brauche ich wieder Eisen. Nehmen wir wieder 8 Stück raus. So. Können wir nebenbei noch ein bisschen ernten. Kommen die 4 Sojabohnen können da auch noch rein. Dann können hier die Trauben oder das Weizen rein. Aziz. Oh, Tomate. Ja, irgendwie bin ich hier zum Essensmaster mutiert. Die Leute kommen von nah und fern, um mein Essen zu probieren. Oder so ähnlich.
Iron Bars, einen Basic Capacitor in die Mitte und dann noch 4 Eisen und dann brauchen wir aber noch mehr Eisen. Warte mal. Ne, ich brauche wirklich noch mehr Eisen. Dann kommt er noch dazu. So. So, während das gerade durchläuft, nehme ich mir einen ganz kurzen Schluck Wasser. Viel besser. Ich habe gerade irgendwie einen komplett trockenen Hals gehabt. Gut. Das hätten wir, ein Machine Chess, 3 Öfen, das sind 24 Kobbel, 1, 2, 3, 1, 2, 3, das kommt dahin, der Kolton da und jetzt noch das Eisen und da ist auch schon wieder die nächste eine Perle fertig. Das gibt viele Enderperlen. Das war schon eine gute Idee, am Anfang schon auf Ende, auf Endstone zu setzen. Und wir haben jetzt hier den Alloy-Smelter fertig. Den setzen wir mal schnell daneben. Und der wird dann auch schon sofort gepowert. Und dann würde ich sagen, komm, hau mal hier mal das Kupfer durch. Ah, da kriegst du auch echt noch einen Bonus. Zack, und wir können mal schlafen gehen. Ich könnte auch mal gerade über die Seeder reden, die ich in diesem Projekt habe. Also auf jeden Fall ein Ziel ist bei mir. Ich möchte einen Solarpanel craften. Und zwar möchte ich einmal das Ultimate Solar Panel von Solar Expansion craften. Das gibt 32.768 RF pro Tick. Wenn wir mal schauen, was wir da verbrauchen. Wir brauchen 8 Advanced Solar Panel und ein Ultimate Solar Core, der ist wirklich teuer. Wir brauchen für ein Advanced Solar Panel 8 Resonant Solar Panels und ein Advanced Solar Core, der ist auch nicht so wirklich teuer. Dann brauchen wir für Resonant Solar Panels 8 Redstone Solar Panel und wer jetzt erwartet, einen Resonant Solar Core, der ist wieder ein bisschen teurer. Für Redstone Solar Panel brauchen wir 8 Harden Solar Panels und Redstone Solar Core, der ist ganz okay. Harden Solar Panel brauchen wir 8 Leadstone Solar Panels und einen Harden Solar Core. Wer jetzt erwartet, der wird aus Invar gemacht. Und für ein Leadstone Solar Panel brauchen wir 3x Photovoltaic Cell, 3 Steel Nuggets, 2 Redstone und einen Leadstone Solar Core. Der ist überhaupt nicht teuer. Aber die Photovoltaic Cells, die brauchen Lapis Shards, Eisen und Purple Stained Glass. Und wenn wir jetzt mal hier schauen, wir brauchen für. Wir brauchen 8 Leadstone für einen Harden. 8x8, 64. Wir brauchen verdammt viel. Das können wir doch eigentlich. Ja. Also wir brauchen wirklich 32.768 Leadstone Solar Panels, um ein Ziervon zu craften. Das würde ich sagen, ist schon eine verdammt gute Nummer. Gut. Dann, was habe ich noch vor? Ich will ein Solar Panel craften. Ey, hör auf, dich zu wiederholen, du Spacko. Nein, nein, ich möchte wirklich noch ein weiteres Solar Panel craften. Einmal das Quantum Solar Panel von Advanced Solar Panels. Dafür brauchen wir 8 Ultimate Breed Solar Panels und einen Quantum Core, der ein bisschen teurer ist. Ich meine, 4 Nether Stars, Enriched Sonarium Alloy, ein Eye of Elf. Ja, okay, das könnte ein bisschen teuer werden. Was hatte ich noch so vor? Ich will auch später auf jeden Fall, ich schätze ich auch mal so wie Street, mit Draconic Evolution arbeiten. Draconic Evolution ist meiner Meinung nach ein echt cooler Mod. Also der ist wirklich am Rankommen. Bloß da können wir jetzt wirklich nicht so wirklich mit was mit anfangen, weil dieser Mod basiert auf diesem Erz, Draconium Ore. Und aus diesem Draconium Ore kriegen wir Draconium Dust und aus dem Draconium Dust kriegen wir Draconium Ingots und dann kommen die Rezepte.
Wir können nämlich aus diesem Draconium Ingots hier so ein Draconic Core machen. Und der wird später richtig oft gebraucht, alleine schon für dieses Rezept. Ein Wyvern Core, und da brauchst du einen Nether Star. Und das kommt richtig häufig vor. Ich muss auch mal schauen, dass ich hier noch irgendwie ein Texture Pack für Draconic Evolution kriege. Also die Texturen. Ja, das wird schon relativ lustig werden. Also ihr seht schon, ich habe Großes vor in diesem Projekt. Und ich glaube, der Monsieur Street Digger wird da auf jeden Fall auch mitziehen. Also wie ich den kenne, wird der auf jeden Fall sagen, boah, das sieht geil aus, das würde ich auch haben. Vor allem gibt es auch Sachen von Draconic Evolution, die selbst ich noch nicht so wirklich kenne. Zum Beispiel hier dieser Reactor Stabilizer und Reactor Energy Injector. Das sieht, ist für mich selbst auch alles neu. Draconic Reactor Core, Chaos Shard, Large Kit. Okay, ich ignoriere das erstmal. Ja, dieses Projekt wird auf jeden Fall lustig für uns alle. So, wir haben auch schon, ich habe so einen Division-Titel gefunden. Werde ich irgendwann mal aktivieren. Das läuft doch perfekt. Gut, dann können wir erst mal ein paar Bahnen verarbeiten. Wir müssen mal eigentlich noch unifizieren. Dann habe ich noch Holz da. Und natürlich mit Holz da. Warte, hier haben wir auch den Slabby. Dann mache ich mal kurz so einen Unificator Barrel. Also so nenne ich das immer. Das heißt nicht wirklich Unificator Barrel. Das ist einfach nur so ein Barrel, wo ich das mal ganz kurz dann immer hinstelle. Kopf rein. Und dann kann ich einfach so machen, dann habe ich das schön unifiziert. Ist dann doch mal was sparender. Zinn habe ich hier noch. Alu, Stiel. Ja, das wird noch eine lustige Runde hier. Vor allem bin ich mal gespannt, wer noch alles gut hier zustoßen wird. Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Leute schon überredet, hier mitzumachen. Wistroom und Nordisch Fragment durch mal hier hin. Soybean. Das kann ich dann hier wieder rein tun. Selten Puffy kommt hier rein. Und dann könnte ich auch später mal hier die ganzen Heuballen verarbeiten zu Toast. Und dann wird man da richtig hier reingehauen. Dann kriegen wir nur noch DLTs und Hamburger zu futtern. Warte mal. Hilf können wir ja noch machen. Von dem DLT. Toast, Cutting Board. Toast, Cutting Board. Leather, Tomato. Können wir noch so ein Tuch von denen. Machen wir nochmal ein paar leckere BLTs. Oh ja, das ist lecker. Schön Fleisch und ja. Was habe ich schon wieder hier? Okay, Kupfer ist fertig. Was kann man noch gebrauchen? Iron. Iron kann man immer hier brauchen. Das werde ich auf jeden Fall dann nochmal hier weiter malen. Kommt immer noch mal ein bisschen währenddessen machen. Ist hier. Ah, eins fehlt noch. Na. Jawohl. So. Kenn ich denn die Gestalt? Was habe ich gedrückt? Ich glaube, ich habe gerade I gedrückt, oder? Das ist ja mal cool. Echt mal cool. Hier kannst du echt mal. Boah. Oh ja, Reaper würde ich auf jeden Fall auf dem Shirt haben. Ja. Okay. Klappt das auch hier? Das ist echt cool gemacht.
Ich bin aber erstmal erschrocken, was ich für einen Knopf verdrückt habe. Ich werde später auf jeden Fall noch mal ein bisschen fahren gehen, dass wir dann auch einmal richtig reinhauen können. Und ich habe versprochen, ich werde nicht übertreiben. Ich werde nicht so jetzt Anfang Jahr, nächste Folge auch schon Backreactor, keine Sorge. Ja, ich werde auf jeden Fall erstmal schauen, dass ich noch hier ein bisschen am Haus weiterbaue. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich das irgendwie sehr gut geordnet hier hinkriege. Ist das fertig? Nee. Nee, das ist echt perfekt. Warte mal, ich will mal kurz was wissen. Na, nicht den Grape Juice. BLT, wie viel gibt es? 110.000. Boah. Okay, mit denen können wir später echt full ham gehen. Ne, also da kann man später richtig schinken gehen. Warte, was war das hier? Machen? Grafter. Ja, Linsen. Ja, okay, nichts von interessant. Ah ja, ich habe auch ein bisschen Iridium gefunden. Ah ne, da war ich ja dabei, stimmt ja. Iridium Reinforced Plate, bin ich mal am Schauen, wie viel brauchen wir die? Oh, für Cyber Solar Panels, für Marium Alloy. Oh, das brauchen wir ja dann auch schon ein bisschen. Ja gut, aber ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.